Ja, sobald man es nicht braucht, dann, ne, dann kommt nichts. Kommt es und sobald man es braucht, kommt es nicht. So. Ah. Nee, ich freue mich wieder, mal ein bisschen was gleich zu bauen. Aber es wird jetzt auch schon wieder Nacht. Hab ich ja mein Bett gelassen überhaupt? Eben noch gesehen, da. Eben erstmal. Brauche ich es noch nicht, aber. Ich habe mir da jetzt ein Haus rausgesucht, natürlich aus YouTube, ne? Weil ich glaube, so krass kann ich einfach noch nicht selber bauen. Die Ideen habe ich einfach nicht dazu. Bin auf dem Weg, bin auf dem Weg, Moment. Aber ich werde natürlich versuchen, meine eigenen Ideen natürlich ein bisschen mit einfließen zu lassen, ein bisschen was umzuändern oder sowas, ne? Aber so, ups. Aber so, wie es jetzt gerade im Moment aussieht, sieht es halt wirklich, wirklich schon geil aus. Als wenn wirklich hier einfach ein Dorf hingehört. Hier hinten der Holzfäller wird auch geil aussehen, hoffe ich zumindest. Also, das, was ich mir rausgesucht habe, ist schon echt gut. Aber auch das Haus von Johnny finde ich ganz geil. Muss ich wirklich Ja. sagen. Also, wenn er das so wirklich frei Hand gebaut hat, muss ich wirklich sagen, Respekt. Ist zwar schon sehr groß, ja, aber ich finde, es ist jetzt auch nicht zu groß oder so. Nö, es geht. Das geht. Passt halt noch so vom Maßstab gerade eben rein, würde ich sagen. Wo liegt Johnnys Farm? Die Trident Farm. Der hat ja zwei Farmen gebaut, hat er gesagt. Einmal eine XP-Farm nochmal. Ja, die XP-Farm, die ist von hier, also der, also die ist knapp 2700 Blöcke weg. Jo. Das Dorf, also dieser Outpost ist dann bei knapp 2900. Und die Trident Farm ist 1100 von hier. Wenn es jetzt gewittert, ne? Alter, ohne Scheiß, Junge, was ist denn jetzt hier los? Das würde jetzt wieder so Boah, passen. Ich habe jetzt Junge. gesagt, wenn es jetzt gewittern würde. Naja. Lass es blitzen. Ne, dann machen wir erstmal die Trident Farm. Damit ich mal weiß, Ja. wo die steht. Oh, könnte ich jetzt so abhängen, wenn ich jetzt meinen Trident nehmen würde, ne? Der ist so Ja, schnell im Regen. der ist so hart. Ich hätte ja meinen gerade holen können. Ja, komm, ich hole den Ja, habe ich. gerade. Jetzt sind wir Ja, noch da im Quartier. musst du nur noch Verzauberung drauf machen. Ich habe jetzt nur Reparatur drauf gemacht und den repariert einmal schnell. Ja, ist ja alles easy. Gerade mal ein, zwei Mal hier ein bisschen zu fliegen. Reicht das erstmal, glaube ich. Ja, ich glaube, du brauchst einen Sog dafür, für im Regen. So. Falsch. Guck mal genau hin. Ja. Echt, brauche ich Sog dafür? Ja. Nein. Nein. Schmeiß weg. Nein. Scheiße. Wo ist der hin? Wo hast du Wo? ihn hingeworfen? Ich weiß es nicht. Ich hab ihn einfach irgendwo hingeworfen. Oh, Junge. Ach, nö. Ach, Scheiße. oh mein Gott, Alter. Holy shit. Ah, Ja. okay, du hast ihn wieder. Das braucht Sog Aber dafür, das warte, passt schon. Sog ist, glaube ich, nicht das Problem. Ich glaube, irgendeiner von meinen Villagern hat Druck an. Ja, gut, da kann ich jetzt nicht hin. Ich habe Bell Omen, aber. Ja, ich mach das eben. Guck eben. Erstmal. Erstmal den Trident verlieren. Perfekt, Alter. Ah, und Chat, was wir dann natürlich noch gebaut haben. Also hier in meiner Etage ist natürlich nichts passiert. Also ist alles so wie immer. Was aber tatsächlich passiert ist, ist, dass wir unten. Yo. Moin, 1, 2 Enderman. Servus. Ja, die Kisten stehen immer noch hier. Da sind wir immer noch ein bisschen zu faul, die ganzen Dinger wegzuräumen, weil da halt viel Stuff drin liegt. Aber davon will ich gar nicht reden. Wir haben unseren Besprechungstisch gebaut, endlich mal. Der Tisch ist fertig und die Karte, ihr seht, sie wächst. Und da ist auch schon das Dorf. Wo wir dran sind, zu bauen. Bei Johnnys. Doch hier, da ist Johnnys Haus. Also, es wird eine riesige Karte geben. Was ich natürlich noch vergessen habe zu erwähnen. Ich habe vor,
wenn wir diese Welt nicht mehr nutzen sollten, irgendwann mal. Es wird irgendwann mal dieser Zeitpunkt kommen, wo wir sagen, okay, wir sind soweit eigentlich fertig mit dieser Welt. Werde ich diese ganze Welt zum Download freigeben, dann könnt ihr selber ein bisschen basteln, Sachen umbauen, wenn euch das Ganze hier nicht gefällt oder sonst irgendwas. Könnt ihr auf der Welt einfach zocken, ganz normal, wenn ihr Bock drauf habt. Oh, nein, falsch. Ich wollte gerade sagen. Oh, meine Schaufel. So. Und dann müsste ich ja rein theoretisch nur noch Haltbarkeit draufklatschen, ne? Ja, und vielleicht noch, ich habe noch Harpune zum Beispiel auch drauf. Okay, Harpune, wofür? Ich habe keine Ahnung wofür das ist, aber ich hab's drauf. Gut. Ich glaube, damit kannst du auch Monster mehr leben oder irgendwie. Okay. Hab ich noch ein Haltbarkeitbuch? Nee. Ich glaube, für jetzt reicht das. Zur Not hole ich dir gleich eins von deinem Villager, weil bei dir ist ja einer mit Haltbarkeit. Ja, ja. Gut, dann fliegen wir mal los. Meine Elytra, ja, die hält noch. Nee. Jetzt fliegt doch los! Mein Gott im Himmel. Mach das aber nicht. Hä? Zur Not komm erstmal hier zum Rand und dann fliegst du, dass du erstmal ganz normal vom Berg runter gleitest. Und dann kannst du den werfen. So, ich muss gedrückt halten. Ich sehe gerade. Ui, da schießt er vorbei. Das Ding ist ja so insane, Junge. Holy shit. Sag ich doch. Ja gut, jetzt schneit's hier. Hallo, hey Mann, da war kurz Regen. Ich schwöre, da war kurz Regen. Ich weiß überhaupt gar nicht, wohin. Oh Gott, das laggt. Hier ein bisschen links. Moment, bei mir laggt es absolut. Ja, bei mir auch gerade. Ich wurde einmal abgebremst. Ah, okay, warte mal. Ah, hier. So. Oha, ja, okay, Bruder. Was hat er denn hier hingezimmert? Ja, du kannst erstmal hier unten landen, weil dann geht dann Wasseraufzug hoch. Jo, Junge. Holy Macaroni, Mann. Ist es laut da oben? Nee. Okay. Warte. Ah. Okay, ja. Oh, jetzt wartest du einfach und stell, bis sie hier hochkommen und dann klatsche die um und dann. Wie du siehst, ein bisschen wurde schon. Oh jo. Ah, okay, what the fuck? Die werden einfach dann hier hochgezogen. Ja, ja. Da ist schon einer. Sogar mit Dingens. Nicht. Nee. Ich hab halt nur Plünderung 2 drauf. Oh. Au! I'm sorry. Johnny hat mich auch die Tage schon geschlagen. Ja, okay, geil. Das muss ich mir merken, dass das Ding hier ist. Falls ich mal nicht drauf achten sollte und der Reizack direkt kaputt geht. Gut, was haben wir noch? Also wir könnten jetzt, dadurch, dass es ja auch regnet, einmal schnell zu der Raid Farm rüberfliegen. Okay. Einmal. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung. Ja, ein bisschen nach rechts musst du. Ja. Du siehst mich jetzt wahrscheinlich schon gar nicht mehr, oder? Nee. Über den Wolken. Holy shit. Kann ja mal hinfliegen und dir dann sagen, wo du hin musst. Warte mal ganz kurz. Ich fliege gerade nach. Wo steht's denn nochmal? Bin so nach Südosten unterwegs. Ja, ich such grad, wo es steht. Süden, ja. Südosten, ja, da bin ich auch gerade in unterwegs. Also passt ungefähr. Regen, wo bist du? Hier ist nur Schnee! So. Also ich bin jetzt bei 3030 und 418. Oh, yo.
Ah, Moment. Bin auch gleich da. 3013. 3030. Ja, bin schon vorbeigeflogen. Zurück, 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 zurück. Ich will zurück da. Warte, nicht so schnell runterfliegen. Ich sehe absolut gar nichts. Null. Nada. Ich bin nicht gerade in einem Universum. Ah, hier. Okay. Deine hintere Zahl muss auch noch kleiner werden. Du musst nach... Ja, warte, warte, warte. Ich muss jetzt erstmal wieder zu 3000 fliegen. Ich muss erstmal die Koordinaten finden. So, jetzt kann ich ja jetzt wieder hier den hier machen. Hier ist ein Dorf. Gut, dann schon geradet. Da ist noch eins, da ist noch ein Dorf. Wie klein muss denn die hintere Zahl werden? 417. Oh, yo. Aber, ach so, hier. Ich stehe hier unten auf jeden Fall. Johnny hat ja auch aufgeschrieben, wie das funktioniert. Nur das Blöde ist, du musst halt teilweise die Schilder anklicken, weil nicht der ganze Text auf den Schildern steht. Opus, bei bla bla. Okay, Hinweis ist oben. Deswegen, da musst du draufklicken. So. Es spawnen oben alle Wellen auf einmal, bla bla bla. Oben alle Wellen auf einmal, also wenn alle tot sind, das fällt vorbei. Okay, Anführer beim Killen. Darf nicht aufgeladen sein, bevor man oben und alle Gegner tot sind, runterspringen. Wieder hoch und was? Dann gibt's wieder einen neuen. Okay. Also ganz, ganz einfach erklärt, du gehst zum Outpost, holst jetzt, sag ich jetzt mal, Bad Omen 5. Mhm. Dann gehst du, also dann kommst du hier hin. Dann, wenn du hier unten bist, normalerweise fängt es an eigentlich schon mit dem Raid. Deswegen wundert es mich, dass hier jetzt noch keiner gestartet ist, weil du ja eigentlich Bad Omen hast. Irgendwie nicht mehr, ne. Oh, okay, irgendwie, okay, das ist auch geil. So, auf jeden Fall, dann gehst du halt hier hoch, kannst ja mal mitkommen. Während du hier hoch gehst, lädt sich das auf und ab einer bestimmten Höhe hier verschwindet der Balken. Okay. Aber es startet trotzdem. Dann werden die alle oben gespawnt. Dann musst du dich einmal quasi hier hinstellen, wo, auf die Falltür. Und hier zwischen die Monster killen. Okay. Und dadurch kriege ich dann halt auch die Totems, oder was? Genau, die Totems, die landen dann, wenn du hier runter gehst, hier in den drei Kisten. Wenn du mal hier oben reinguckst, oben rechts. Ah, okay, ja. Sind schon mal ein paar da drunter in der Kiste. Auch schon welche. Hier sind dann halt so Smaragde unten. Und hier wird dann halt noch so der ganze andere, vielleicht brauchbare Kram hinkommen. Schwarzpulver und sowas, alles ist da drin. Okay. Und den Rest, den kannst du einfach unten entsorgen. Wofür sind die ganzen Boote hier? Da landen dann die ganzen Wechsel zum Beispiel drin. Ah, okay, ja, stimmt. Weil die ab und zu können die mal angreifen, dann greifen die einmal an und landen in den Booten. Mhm. Also quasi, du stellst dich hier hin, killst die, dann kannst du runterspringen, dann lädt sich das auf, dann gehst du ganz schnell wieder in den Wasseraufzug, kommst sie hoch, knallst sie weg und machst das dann die ganze Zeit. Okay, also du musst nur einmal zu dem Outpost fliegen, dir Bett oben holen und dann quasi hier einfach nur weitermachen. Genau, und dann kannst du das so oft wiederholen, wie du willst, und wenn du irgendwann keine Lust mehr hast, dann fliegst du einfach weg, nachdem du die einmal alle umgeklatscht hast. Okay. Also wir haben jetzt aber noch nicht ganz rausgefunden, wie man dann genau Held des Dorfes wird, weil das hatte ich letztens einmal zufällig Johnny, aber wir haben es da nicht mehr hingekriegt, weil jedes Mal, wenn du die wieder gekillt hast, hast du wieder Bad Omen bekommen und so weiter. Also da wissen wir noch nicht genau, wie das dann ja, funktioniert. Das, die Kiste hat hier oben einen Sinn? Nee, ich glaube, die ist einfach nur, damit du nicht angegriffen wirst, oder? Okay, du musst hier immer mitten reinballern, Alter, holy shit. Ja gut, okay, das ist einleuchtend. Was war jetzt noch? Was hat er jetzt noch gebaut? Irgendeine XP-Farm oder sowas. Ich glaube, das läuft auch hier drüber, soweit ich weiß. Also das sind so die Sachen, wo ich weiß, dass er es gemacht hat. Okay.
Aber ich stecke da auch wieder viel Arbeit hinter, Alter. Holy shit. Ja. Das ist krank. Das ist absolut krank. Also ich habe mir auch schon ein paar Totems habe ich mir schon rausgenommen. Die habe ich schon in meiner Schalkerkiste drin. So, du kannst ja genau, ja stimmt. Du kannst ja hier drauf landen, weil es halt, ne? Weil es halt möglich ist, okay. Holy shit! Weil du landest dann ja wieder im Wasser quasi. Und ja, dann kannst du direkt wieder hoch. Ja gut, also drei Totems habe ich ja so oder so schon. Das sollte für den Warden irgendwann mal reichen. Ja. Denke doch, vor allem wenn Johnny dann mit dabei ist. Ja, safe. Ja, hier. Was geht? Gut, das sind viele Eindrücke, holy shit. Ey, warum leckt man die Cam? Hat doch gerade nichts hoch. Okay. Cam über am Struggeln. Wait a minute. Okay, das hat sich ja geblockt. Gut, ganz kurz nochmal. Damit ich nicht aussehe wie eine lebende Leiche. Bisschen. Die Helligkeit runtersetzen, so. Okay, dann können wir wieder zurück. Raketen auswählen. Da ist ja nicht mehr regnet. Ist das hier die Richtung? Ja, ja. Ich sehe es ja zum Glück durch meine Wegpunkte. Ich glaube, du musst so ganz leicht nach links. Leicht. Das ist der Kurs. Hier geht's wieder nach Westen. Ja, wir müssen relativ nebeneinander sein. Also, weißt du, ja, welche Höhe? Seh dich. Okay. Achso, Chat 1 habt ihr natürlich noch nicht gesehen. Ist euch verheimlicht. Haha. Hier ist das andere Ding. Das ist schon riesig, was der alles gebaut hat. Holy shit. Ja. Vor allem in kurzer Zeit. Achso, der hat noch eine Kaktusfarm. Achso, das ist vielleicht das, was er. Ja. Das ist dann die XP-Farm. Ja, die ist hier so. Müssen wir so ein kleines bisschen nach rechts abdriften. Hier taucht's auf. Oh, eine kleine Kaktusfarm. Ja, okay. Ja, und hier soll auch noch eine Baumfarm hin, aber die hat er irgendwie noch nicht. Oh! Da war ein Creeper. Nichts passiert. Warum steht der hier? Oh, hier ist noch mehr. Ich hab nur gehört auf einmal. Ach, das ist hier. Ah, ich erinnere mich. Schon übel lang her, wo ich hier war, Alter. Ja, wo war die ganzen. Oh, Johnny ist da. Johnny ist auch da. Wir haben einmal zu oft den Namen erwähnt. Johnny, falls du hier im Stream sein solltest, das tut mir leid. Ich habe jetzt auch gar keine Erde zum Fixen da. Holy shit. Nee, ich auch nicht mehr. Ja, okay. Also, erstmal, what the fucking hell? Why? Wie kann man denn. Ich war eine Woche weg! Digga, das ist so krass. Wir haben noch mal so ein bisschen was vorbereitet. Oh, Licht. Oh, Licht. Nice. Okay, die klappt auch aktuell schon, oder was? Die Kaktusfarm wohl. Ja, oh, da kommt schon. Boom. Wo was? Ist denn jetzt schon wieder ein Creeper hochgegangen? Das war da oben. Das war hier oben. Das Ding explodiert. Hier ist Johnny. Ah, Johnny ist da. Moin. Ich wollte nur Licht anmachen. Oder gehört das zur Farm mit dabei? Achtung. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass das eventuell zur Farm dazu gehört. Dann tut's mir aber leid.